So ist schon UEFA-Pokalsieger. Ein Titel, der den meisten hier unten fehlt und beiden Clubs allemal. So, das war der Anstoß zu einem Hoffe, hat gut aufgepasst. Und Jan Koller. Freistoß für Dortmund. Noch einmal mit Rosicki, Koller und die Chance und das Tor. Abseits. Oh, da hat er sich zu früh gefreut. Schade, schade, schade. Hier sehen wir es noch einmal, aber ganz klar. Wobei der gar nicht gemeint war, der Everton. Und die Chance. Und es gibt Elfmeter. Elfmeter für Borussia Dortmund. Amoroso. Tor. Eins zu null für Borussia Dortmund. Das geht ja gut los heute Abend. Marcio Amoroso, der brasilianische Superstar beim BVB. Stefan Reuter, Zusammenspiel mit seinem Landsmann Rosicki. Freischuss. Amoroso, Pirlo, hat freie Schussbahn. Mann mit ausgeprägtem Torinstinkt und der sich jetzt fallen lässt und davor hatten die Dortmunder ein bisschen Angst. Der Schwalbenkönig. Keine schlechte Variante, denn auf Maldini hatte zunächst keiner geachtet. Und Pirlo hat am Wochenende mit Freistoß auch gegen Parma getroffen. Ganz gefährlicher Mann. Und er ist der große auf Kontra. Gehen. Auch das sollte ein Schuss werden und geriet beinahe zur Vorlage für Amoroso. Oh, Everton rutscht vorbei. Aber ich glaube, damit hat er nicht mehr ernsthaft gerechnet, weil der lange Koller noch vor ihm stand. Und dem hatte er schon zugetraut, dass der nach vorne bringt. Zweiter Eck für Dortmund. Dritter Eckball für Borussia. Gegen Maldini. Erstklassiger Schritt. Sagi. Schauen Sie sich mal an, wie der sich da reinwühlt in seinen Gegner, in Metzelder. Allführung. Und da ist Inzaghi. Achtung, der schießt direkt! Lehmann gut aufgepasst. Schrecksekunde für alle Fans des BVB. Und er hat vielleicht die bislang meisten Ballkontakte bei der Borussia, DD. Oh, Rosicki. Jetzt muss der Torschuss kommen. Klasse gemacht. Ein Und auf der anderen Seite wäre es fast passiert gewesen. José Mari, von ihm bislang nicht so sehr viel zu sehen. Dortmunder hier vortragen. Everton. Oh, und da fällt Amoroso. Achtung, und die Chance und das 2 zu 0. Und wir bleiben weiter brasilianisch. Marcio Amoroso. Also der wird sich gesagt haben, mein lieber Freund, mein lieber DD, was du da im Halbfeld kannst,
Das kann ich auch ein Stück weiter vorne und dann bleibt es nicht. In Dortmund aber richtig aufblühte, bislang eine große, große Verstärkung ist. Und mit Pirlo, den er im Auge behalten muss. Und jetzt vielleicht die Chance zum 3:0. Das ist ein sagenhafter Abend für ihn heute. Marcio Amoroso, ein lupenreiner Hattrick. Und das ist natürlich ein Tänzchen wert. Auch das wieder eine klasse Kombination. Und endlich geht's. Schuss von Albertini. Pirlo beim Freistoß. Und Achtung, der springt auf und an den Pfosten. Und wieder sah Jens Lehmann da nicht so ganz glücklich aus. Der sprang ganz, ganz tückisch auf. Und da haben sie mal ein bisschen gesehen von der Kunst, einen Freistoß. Halbzeit im Westfalenstadion in Dortmund, meine Damen und Herren. Für den Mann mit der 4, Demetrio Alves. Ecke Pirlo für Mailand. Nachteil angesehen. Aber bei dem Spielstand ist das klar. Auch Inzaghi, sein Sturmpartner, sein Etatmäßig. Und der senkt sich noch gefährlich. Abgefälscht von Heinrich, dieser Ball. Und Everton. Hatte 36 Jahre alt. Amoroso hat sich weiter zurückfallen lassen jetzt in der zweiten Halbzeit. Und wenn Sie mal genau aufgepasst haben, vorhin zu Beginn des zweiten Durchgangs. Stent hat nicht reagiert. Chance für Everton. Ball muss da innen kommen. Und das 4:0. Jörg Heinrich, der Junge aus Brandenburg, in Rathenow groß geworden, über Frankfurt oder Kickers-Emden, Freiburg, Dortmund, zwischenzeitliches Gastspiel in Florenz und wieder ist Koller beteiligt. Und hier in dieser Einstellung nicht so ganz richtig sah, aber Everton marschiert hier. Das ist eigentlich sein Tor. Billard gespielt mit Abjati. Rosicki, Amoroso. Da hoffte Koller, dass der Ball noch, wenn nicht gar zwei, um auch nur ansatzweise Chancen zu haben im Rückspiel. Abseits. Da hat er nicht gepfiffen, obwohl die Schweden und heißt nicht Eva Nilsson, sondern Eva Nilsson. Und Heinrich verletzt den Platz. Rosicki. Und Lehmann mit Unsicherheiten muss zurück ins Tor. Da stimmt irgendwas nicht mit Christian Wörns. Der Schiedsrichter, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, Spiel in die Breite. Und das ist mal eine Chance für José Mari. Nicht einfach zu nehmen, dieser Ball. Wie wir das heute Abend hier haben erleben dürfen, das hätte keiner gedacht. Scolari, sie alle mal zu sehen, die Kandidaten. Dede an Serginho. In der Mitte Inzaghi.
Und Wörns, ganz Mr. Zufall, können nichts Ähnliches finden. Andrea Pirlo. Noch abgefälscht. Gute Schussmöglichkeit. Und Lehmann kann nicht festhalten. Aber den wollte er festhalten. Calazzo nimmt sich diese Freiheit mal. Oh, die große Chance, vielleicht sogar auf 5:0 zu erhöhen. Evani Pirlo. Kosicki. Die Tore, zumindest die meisten, dann doch im ersten Durchgang. Vielleicht jetzt noch die Chance zum Ehrentreffer, der so wichtig gewesen wäre durch Serginho. Kohler. Das war's, meine Damen und Herren. Ein großer, großer Fußballabend geht zu Ende im Westfalenstadion in Dortmund.